Sterben für einen richtig großen Hintern. Brazilian Buttlift gilt als gefährlichste Schönheitsoperation der Welt. Von hier hat man Fett weggenommen und dann hat man das hier und hier rein transferiert. Aha. Ja, so dass halt diese Sanduhrfigur entsteht. Ja, und dann vielleicht auch ein bisschen nach hinten. Zwei junge Frauen sind in Düsseldorf in den letzten Jahren genau daran gestorben. Alles nur für den größeren Hintern. Ich habe mich aber auch noch ein paar Tage vor meiner OP hingesetzt und tatsächlich mein Testament geschrieben. Natürlich sprechen wir von einem Luxusproblem und einer reinen Wunscherfüllung. Und trotzdem ist das total im Trend. Viele wollen so aussehen wie Kim Kardashian, Nicki Minaj oder Shirin David. Also Taille so, Arsch so. Mir geht's halt eher hier so um diese Seite, um die Hüfte. Wäre das halt einfach so und hier ein bisschen mehr, dann wäre diese Sanduhrfigur halt da. Nur wieso ist der Wunsch so groß, sich unter das Messer zu legen, obwohl das so gefährlich ist? Damit wir mal wissen, worüber wir eigentlich reden. Beim Brazilian Buttlift oder BBL wird Fett zum Beispiel vom Bauch oder den Oberschenkeln abgesaugt und dann wiederverwendet, um das in den Po zu packen und den aufzupolstern. Das Ziel ist dann so eine ganz krasse Sanduhrfigur. Und genau so eine Figur möchte auch Mariana haben. Die habe ich über Insta gefunden und mich heute hier mit ihr in Frankfurt zum Shoppen verabredet. Hi, ich glaube, da vorne sitzt sie schon. Hi, ich bin Tim, das ist Julia. Schön, dass du gekommen bist. Mariana geht in die 11. Klasse, macht ihr Abi und ihr folgen tausende Leute auf TikTok und Instagram. Ja, nice. Ich spring mal direkt ins Thema, Mariana. Wann hast du eigentlich zum ersten Mal davon gehört, dass man sich den Po vergrößern lassen kann? Zum ersten Mal ungefähr vor einem Jahr auf TikTok. Da fing es an mit den ganzen Videos von den Influencern, dass das geht. Und ich habe vorher wirklich noch nie etwas davon gehört. Und ich habe jetzt keinen schlechten Körper oder so, dass ich mich draußen nicht zeigen kann. Aber ich will halt einfach diese Perfektion und diese Operation würde mir halt diese Perfektion ermöglichen. Hast du denn so Style-Vorbilder, wo du so ein bisschen nachguckst so wie, oder Menschen, wo du sagst, das ist der Körper, den finde ich halt perfekt, genauso möchte ich aussehen? Ja, also ich verfolge so die großen Influencer, die kennen auch bestimmt die meisten, so Kylie Jenner, Kim Kardashian und Shirin David ist auch wirklich so die Person, wo ich sage, boah, sie ist eine Bombe. Ja. Es ist bei ihr schon so ein bisschen zu extrem, so würde ich das jetzt nicht wollen. Ich würde es eher auf eine natürlichere Art wollen. Ja, kannst du mir mal vielleicht bei deinem Insta oder so zeigen, was so für Fotos sind, wo du sagst, das spricht mich total an, das ist genau das Schönheitsideal, was ich cool finde? Ja, klar. Also, so wie halt bei Kim Kardashian zum Beispiel, ich würde gerne mein Seitenfett am Bauch, was ich habe, es ist minimal, aber es ist halt vorhanden, eher so hier in diese Hüften machen. Ja, so dass halt diese Sanduhrfigur entsteht. Willst du vielleicht mal ein bisschen Klamotten anziehen und mir dabei erklären, so wie das später aussehen soll? Vielleicht kann man es dann noch besser, also sich besser vorstellen sozusagen. Für viele Frauen ist eine perfekte Sanduhrfigur ein Herzenswunsch. Zur Wahrheit gehört aber auch, eine von 3000 Frauen stirbt bei der Operation. Das ist eine große Zahl. Marianas Wunsch, ihren Körper zu verändern, ist größer. Mein Seitenfett, das würde ich halt lieber hier haben. Es ist minimal, ich würde mich auch selber nicht als dick bezeichnen, aber es sind halt so, wäre das halt einfach so und hier ein bisschen mehr, dann wäre diese Sanduhrfigur halt da. Okay. Ja. Aber hinten am Po finde ich es eigentlich okay, also hinten ist wirklich kein Problem, bei mir geht es halt eher hier so um diese Seite, um die Hüfte, genau. Auf diesen Wunsch reagieren denn zum Beispiel deine Freunde darauf, würden die auch sagen, ja, ist mega, mega cool oder denken die sich, ach Mariana, ist doch Quatsch. Sagen die dazu? Ja, meine Freunde sagen natürlich sowas wie, du brauchst das doch nicht, du hast das nicht nötig, du hast auch so eine Bombenfigur. Ja. Ich bekomme auch viele Komplimente tatsächlich für meine Figur. Aber es geht mir halt, wie gesagt, gar nicht darum, was andere denken, ob andere sagen, du hast einen schönen Körper. Es geht mir darum, Mariana, ich gefalle mir nicht selber, ich möchte mich gerne verändern. Mein Blick wäre natürlich, ich sehe das nicht, das, was du siehst. Ne? Also das ist so, ich würde sagen, du hast schon eine Sanduhrfigur. Ich schätze mal, dass es kein so großer Eingriff sein würde. Ja. Aber es ist halt wirklich das, was wirklich diese kleine Sache macht, es halt bei mir aus. Ja, ja. Ja. Und dann wäre ich halt, würde ich sagen, eigentlich zufrieden mit meinem Körper. Ja. Ich habe es ja schon erzählt, BBL ist total im Trend, aber die OP ist halt auch extrem gefährlich. Wie gefährlich genau, wollen Mariana und ich später noch im Gespräch mit einem Chirurgen klären. Macht das große Risiko, nach der OP zu versterben, den Frauen gar keine Angst? Als nächstes treffe ich Senna in Süddeutschland. Sie hat das Risiko nicht von der OP abgehalten und heute klärt sie auf ihrem eigenen YouTube-Kanal über ihre Erfahrungen auf. Auch weil sie sagt, dass die BBL-OP ihre mentalen Probleme gelöst hat. Wir sprechen jetzt also auch über Suchterkrankungen und Essstörungen.
bevor wir hochgehen, noch mal ein Hinweis. Wenn ihr euch für Trends interessiert, dann abonniert noch mal schnell den Kanal hier. Meine Kolleginnen und ich berichten hier regelmäßig über Dinge, die auf den zweiten Blick ein bisschen komplizierter sind, als man denkt. Hallo, hi, ich bin Tim, freut mich. Hi, ich geh mal so. Moin, danke. Super nett. Ach, süß. Willst du mir vielleicht als erstes mal vom Spiegel zeigen, was eigentlich passiert ist, was, wie es war? Hast du irgendwie einen Spiegel, wo wir dich einmal ganz sehen können? Ja, habe ich. Dann nach dir. Von hier hat man Fett weggenommen, also diese genetische Fetteinlagerung. Man hat hier eine Rundumabsaugung gemacht, wobei ich sagen musste, ich habe eigentlich kaum Fett gehabt auch. Und dann hat man das hier und hier rein transferiert. Aha, okay. Genau. Und ich hatte ja von vorne einfach überhaupt gar keine Hüfte. Und man hat quasi, ich hatte hier ziemlich gut Fettansatz und das hat man rausgenommen und quasi die Hüfte nach unten versetzt, sodass man hier diese Rundung hat. Und ich habe mich auch tatsächlich immer gefragt, dieses Gefühl darauf zu sitzen, wie ist es eigentlich? Am Anfang bist du steinhart, wirklich. Es dauert aber eine Weile, bis sich das wieder ganz normal anfühlt. Und die Zeit brauchst du. Also viele Frauen meinen, hey, nach einer Woche hier kann ich wieder Party machen. Es dauert schon eine Weile. Okay. Senna hat sich in der Türkei operieren lassen. Dort sind die Eingriffe oft günstiger als in Deutschland. Allerdings auch sie hat 5.000 Euro für den gesamten Aufenthalt und die OP bezahlt. Die Heilung lief bei ihr unproblematisch. Geschwollen war ihr Körper dennoch über eine längere Zeit. Also das war am 10. August, das ist 5 Tage nach OP gewesen. Ah. Es sieht voll schmal aus und jetzt guck mal den Hintern. Ja, der ist so krass, der ist wirklich. Und da ist auch noch mehr angeschwollen die Tage danach. Also es sah echt krass aus. Tat es denn in dem Moment, wenn du jetzt da so post, ne, tat das schon weh? Also überhaupt nicht. Echt nicht? Nee. Aber ich hätte gedacht, dass das weh tut, dass man quasi wie so eine Art Muskelkater hat. Man hat schon Muskelkater, aber also als ehemalige Kraftsportlerin bin ich im Muskelkater gewohnt. Senna wurden insgesamt 850 Milliliter Eigenfett verpflanzt. Immerhin mehr als eine Weinflasche. Würdest du denn sagen, du bist happy mit dem Ergebnis? Voll. So, oder könnte es noch mehr werden? Nein. Nein. Um Gottes Willen, okay. Nein. Ja, so diese Gefühle, die dich quasi zur OP gebracht haben, das interessiert mich noch total. Sollen wir drüben vielleicht darüber nochmal weitersprechen? Mhm. Ja. Senna hat eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Sie war unzufrieden mit ihrem Körper und hat versucht, dagegen mit Sport anzukämpfen. So krass, dass sie eine Sportsucht und Essstörung entwickelt hat. Und ihrer Traumfigur kam sie trotzdem nicht näher, auch weil Senna am Körper Fetteinlagerungen hatte, die mit Sport allein nie weggegangen wären. Zeig mir doch einmal, wie du aussahst vor der OP. Das können wir jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Ne? Wir sehen dich jetzt nur so, aber... ach krass, das bist du vor... Ja. Wie lange ist das Foto jetzt her? Das war 2019. Das ist jetzt 2 Jahre her? Mhm. Boah, ich hätte dich gar nicht wiedererkannt tatsächlich. Also ihr seht, ich hatte überhaupt gar keine Taille, keine Hüfte. Ja, okay, das ist jetzt Position oder hier dann im Fitness. Und du bist, also du siehst ja auch wirklich super athletisch und durchtrainiert aus da auf den Fotos, ne? Und da war dann der Punkt, wo es dann so langsam gekippt hat. Mhm. Also man sieht auch, dass ich dann wirklich auch vom Gesicht her irgendwann mal total fertig war. Ja. Weil alles hat sich nur noch ums Essen gedreht und um den Sport. Senna hat unter ihrem Ehrgeiz, perfekt aussehen zu wollen, gelitten. Die BBL-OP war für sie die Lösung, trotz des Risikos. Ich habe es in Kauf genommen. Ich habe mich aber auch noch ein paar Tage vor meiner OP hingesetzt und tatsächlich mein Testament geschrieben. Mir war wichtig, dass die ganzen Papiersachen für meine Familie einfach erledigt sind. Aber obwohl ich das wusste, hatte ich dann natürlich schon ein komisches Gefühl. Und zwar für mich auch nochmal dieser Double-Check, so bin ich mir des Risikos wirklich bewusst. Ja. Und das sind sich mega viele Frauen nicht. Oh, ich weiß nicht, ob ich da nicht total in Zweifeln gekommen wäre, wenn ich mir überlege, jetzt schreibst du quasi auf, meine Mutter soll meinen Autoschlüssel bekommen und fahr, solange du glücklich bist. Und bitte sucht mir den und den Grabstein aus. Das fände ich irgendwie heavy, oder? Es war ein Moment, wo ich, klar, also ich habe auch eine Woche vor OP, habe ich total gezweifelt. Ich dachte, boah, ich sag das jetzt wieder ab und ich mache das nicht und ich scheiß auf alles und ich lebe jetzt einfach so unglücklich weiter. Und dann dachte ich, nein, du machst das jetzt. Und jetzt nimmst du deinen Mut zusammen und investierst dieses Risiko nochmal für eine OP, die dich aber nachhaltig glücklich machen kann. Okay. Ich fühle mich einfach so gut wie noch nie, weil eben auch die anderen Makel, sage ich jetzt mal, die mich jetzt gestört hätten, die stören mich gar nicht mehr. Was wäre das gewesen? Ihr ist deshalb auch wichtig, den Blick auf so eine OP zu verändern. Für ihre mentale Gesundheit war das die Rettung.
ich bin nicht die erste Frau, die ich kenne, die wirklich durch eine OP eine komplett heilsame Erfahrung hatte und auch einen kompletten Wechsel des Lifestyles. Mhm. Und da muss ich sagen, das sollte man auch mal aufdecken, dass OPs nicht immer so kritisch und so schlimm zu betrachten sind, sondern dass es für manche Frauen wirklich eine totale Befreiung und eine Erlösung darstellt. Aber dennoch, das Risiko bleibt ja. Ist eine OP also wirklich unproblematischer, solange man sich danach besser fühlt? Das klären Mariana und ich jetzt beim plastischen Chirurgen. Was ist denn so das Bauchgefühl gerade? Wie denkst du so drüber? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich Angst habe, dass irgendwie sich meine Meinung ändert. Aber irgendwie bin ich auch gespannt, weil vielleicht erfahre ich Sachen, die ich noch gar nicht wusste, die ich nicht durchs Internet erfahren konnte. Ja. Und ich werde ja dann auch erfahren, ob es überhaupt bei mir möglich ist. Voll. Meinem Fettanteil und allem. Und ob auch meine Wünsche erfüllt werden können. Wenn das dann nicht klappt oder so, dann wäre ich schon ein bisschen traurig, weil ich nicht wüsste. Ein bisschen Sorge, dass jemand dir den Traum zerpiekst. Ja. Was ich jetzt als erstes wissen möchte, was macht eine BBL-OP so gefährlich? Die klassische Brazilian Butt Operation hat hier eine gewisse Komplikationsrate. Denn wenn man Fettgewebe in den Körper einspritzt, besteht die Gefahr, dass man das auch in Blutgefäße spritzt und es dann im Körper verschleppt wird und am Ende in der Lunge landet. Wenn man es ein bisschen übertrieben hat und nicht nur im oberhalb des Muskels transplantiert hat, sondern auch im Muskel, eine gewisse kleine Kanülen in diesen Blutgefäßen landen können und dann zu schweren Komplikationen führen konnten. Ich muss noch einmal so den Teufel spielen. Ich weiß, Sie sind plastischer Chirurg, Sie verdienen damit Ihr Geld. Es gibt natürlich Leute, die sagen, Mensch, das ist doch wirklich also nicht notwendig. Das ist überhaupt keine notwendige Operation. Haben Sie da eine Haltung zu, wo Sie sagen, naja, das ist vielleicht die falsche Sichtweise da drauf? Also ich selber lehne viele Fälle ab oder rate auch, Mensch, ich würde das gar nicht tun oder sehe das als falsche Lösung dieses Problems an. Ja? Mhm. Aber natürlich sprechen wir von einem Luxusproblem und einer reinen Wunscherfüllung. Gesünder werden Sie durch den Eingriff nicht, aber Sie haben möglicherweise ein anderes Verhältnis zu Ihrem Körper und fühlen sich dann in dem Körper wohler. Mariana wird nun untersucht und vermessen, denn noch ist ja gar nicht klar, hält der Arzt eine BBL-OP bei Mariana überhaupt für sinnvoll? Wenn Sie mich fragen, würde ich den Po überhaupt nicht in der Größe zusätzlich verändern, aber ich würde formend an dem Po und an dem, was drumherum ist, deutlich eingreifen. Ja. Das Urteil des Arztes ist also, in Ihrem Fall Finger weg von der BBL-OP. Stattdessen schlägt er vor, Marianas Körper durch das gezielte Absaugen von Körperfett kurviger zu formen, aber eben keine Verpflanzung von Eigenfett. Das ist nicht nur ein weniger starker Eingriff, sondern er wäre auch günstiger. Ich bin jetzt ein bisschen geschockt. Warum geschockt? Na, weil ich gar nicht wusste, dass es auch so andere Möglichkeiten gibt. Ja, danke. Dankeschön. Wie ist so das Gefühl? Ja, also ich bin so ein bisschen geschockt, weil ich war jetzt die ganze Zeit auf BBL fokussiert und habe mich nur deswegen informiert. Und jetzt finde ich wirklich, dass dieses Gespräch mich wirklich auch noch mal eine andere Sichtweise gezeigt hat, dass ich gar nicht dieses Risiko eingehen muss, eine BBL-Operation zu machen, sondern auch es einen leichteren Weg in dem Sinne gibt. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass du eine gute Entscheidung für dich fällst und das vor allem solltest du dich entscheiden, dass alles gut geht. Mir ist durch die Recherche echt nochmal so deutlich geworden, wie groß der Druck durch Social Media eigentlich ist, bestimmten Vorbildern zu entsprechen. Und deswegen bin ich echt ein bisschen happy, dass am Ende des Films rausgekommen ist, Brazilian Buttlift als Operation, das ist nicht der richtige Weg für jede Frau. Und ich hoffe, dass durch diesen Film echt ein bisschen klarer geworden ist, wie groß das Risiko von so einer Operation wirklich ist. Aber was ist mit euch? OP vollkommen okay, muss jeder selber wissen oder besser Finger von lassen? Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Reportagen zu Themen, die euch betreffen, dann verfolgt hier unsere Arbeit und abonniert unseren Kanal. Dafür ganz wichtig, Glocke aktivieren. Wie stark beeinflussen uns Schönheitsideale eigentlich? Dieser Frage bin ich auch in dem Film hier nachgegangen. Kilian, wie ist denn das Gefühl jetzt im Kleid? Was ist das für ein Körpergefühl für dich gerade? Dass man halt auch einfach viel Brust und Dekolleté zeigt. Also ich finde, da gehört ja auch ein gewisser Mut zu, sich so rauszutrauen. Ja, ist ganz anders als eine Jeans auf jeden Fall. Warum eigentlich ist es so ungewöhnlich, wenn Männer Kleider oder Röcke tragen? Mein Video dazu findet ihr hier.
Und hier findet ihr ein Video vom Y-Kollektiv von meinem Kollegen Johannes, der darüber berichtet, dass Männer mit lichter werdendem Haar in die Türkei fahren, um sich dort Haare transplantieren zu lassen. Neues von mir kommt dann ganz bald.